Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Falls mich jemand sucht, ich bin zu weit gegangen. Wenn die Armbrust Armbrust heißt, weil man sie zwischen Arm und Brust hält, müsste Klopapier dann nicht eigentlich Handarsch heißen? Selbstmörder, die sich bei der Deutschen Bahn auf die Gleise legen, sterben zu 90% an Hunger. Meine Freundin hat mich heute verlassen, weil ich ihr nie zuhöre. Oder sowas ähnliches. Was könnt ihr weder sehen noch fühlen, aber braucht es trotzdem zum Leben? Schüler 1990, Luft. Schüler 2015, WLAN. Bin heute die Rolltreppe runtergefallen. 2 Stunden lang. Meine Mama hat mir immer gesagt, ich würde beim Schlafen süß aussehen. Mein Chef ist da anderer Meinung. Habe eben ein ganzes Fotoalbum gegessen. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ich bat meine Freundin, mir etwas aus ihrer Handtasche zu geben. Sie setzte sich ihre Stirnlampe auf und sagte, gib mir 15 Minuten. Nachdem ein Handwerker das von dir verursachte Problem gelöst hat, musst du ihn vor den Augen deiner Familie töten, damit du das Alpha-Tier bleibst. Im Fischrestaurant. Das Rauchen ist in unserem Restaurant verboten. Geben Sie sich bitte mit dem Krebs auf Ihrem Teller zufrieden. Das Wichtigste am Schweißausbruch ist das Weh. Wenn man Twilight rückwärts anschaut, ist das immer noch scheiße. Diese ständige Angst, dass ein Furz im Winter sichtbar wird, wie der Atem. Alkoholfreies Bier ist wie, wenn du deine Schwester leckst. Schmeckt richtig, aber du weißt, dass etwas nicht stimmt. Ich werde heute noch ein paar Kinder im Waisenhaus verprügeln. Ich meine, was wollen die machen? Es ihren Eltern erzählen? Wer hat das neue Fast and the Furious noch nicht gesehen? Paul Walker. Was bekommt man, wenn man einen Elefanten mit einem Pudel kreuzt? Einen toten Pudel mit 18 Zoll Arschloch. Dieser Moment, wenn man sich beim Verbessern der Deutscharbeit für die langen Sätze in den Arsch treten könnte. Dein IQ beträgt 80 Liter. Wieso Liter? Weil das ein Hohlmaß ist. Ich bin verletzt worden, betrogen worden, zur Diva erzogen worden. Erwachsensein ist echt scheiße. Du bist 13. Chuck Norris' Penis wird Hypotenuse genannt, weil er länger ist als die beiden Schenkel. Chuck Norris wurde auf der Autobahn geblitzt. Mit dem Fahrrad. Ohne Hände. Bergauf. Beim Rückwärtsfahren. Treffen sich 2 Blondinen. Sagt die eine, dieses Jahr ist Weihnachten an einem Freitag. Antwortet die andere, hoffentlich nicht an einem 13. Als Kind hatte ich Angst vor Besoffenen. Heute weiß ich, dass wir harmlos sind. Wie nennt man einen Internetausfall in Russland? Internet. Laut einer Studie verunglückten die meisten Frauen in der Küche. Aha. Und als nächstes finden sie heraus, dass die meisten Autounfälle auf der Straße passieren. Was ist der Unterschied zwischen der Regierung und der Mafia? Die Mafia ist organisiert. Yeah! Gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.